Mein Name ist Wando und ich bin mit einem kleinen Team da. Es sind noch Leute da, die auch mitbauen. Es ist ein ganz irres Konzept. Und zwar mache ich gerade seit 2-3 Jahren ein Experiment. Ich versuche herauszufinden, ob es möglich ist, Güter zu produzieren. Das heißt, Möbel, Häuser, Schuhe, Rathäuser, Schulen, Systeme, ohne Geld, ohne Ausbeutung und ohne, dass irgendjemand leiden muss, also möglichst freiwillig. Ich habe jetzt hier auch ein Team da, das sind so 2 Leute, die 7 bis 8 Tage fast rund um die Uhr arbeiten, sie bekommen von mir keinen Cent. Das heißt nicht, dass es sozusagen nicht nur billige Arbeitskräfte sind, sondern sogar umsonst Arbeitskräfte. Darum geht es, sondern es geht darum, die Menschen mit Würde zu bezahlen, also den Menschen das zu geben, was sie verdienen. Und ich glaube, die Menschen verdienen mehr als Geld. Das steckt dahinter. Also meistens biete ich den Leuten das auch an, hey, ich kann dir Geld geben, ich kann dir aber auch etwas anderes geben. Und das andere nenne ich Karma. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Konstruieren statt Konsumieren. Das ist das, woran ich glaube. Und ich habe vor 3 Jahren die Hartz-IV-Möbel erfunden. Vielleicht kennt ihr einige von euch. Kennt ihr schon, ne? Die Hartz-IV-Möbel. Die sind so ein bisschen durch die Presse gegangen. Und es hat angefangen mit dem 24-Euro-Chair, den ich für meine Freundin damals gemacht habe. Ich bin zwar Architekt, aber ich habe wirklich keine handwerkliche Begabung. Ich habe 2 linke Hände. Man erwartet von Architekten eigentlich, dass die immer so alles können. Und genau das habe ich auch meiner Freundin erzählt, dass ich alles kann. Und als sie dann meinte, ja, hilf mir noch mal ein Küchenregal anzubringen, und ich dachte, klar, ich bin Architekt, ich mache das. Es ist nur so ganz schief geworden und es war mir so peinlich, dass ich als Mann kein Regal an die Wand bringen kann. Deswegen habe ich dann einen Kurs gebucht heimlich an der Volkshochschule, Tischlern für Anfänger. Und ja, daraus wurde dann der 24-Euro-Chair auf diesem Brett und diesem Stuhl gemacht. Und für mich war das eine Offenbarung, dass man mit Hilfe von der Volkshochschule ja so ein Bauhaus-Klassiker irgendwie selber nachbauen kann. Und dieser Stuhl ist halt inspiriert von ganz vielen Bauhaus-Klassikern. Könnt ihr gerne mal hier auch ein bisschen rumblättern. Hier kursieren wir auch die Bücher. Es gibt dazu eine Website. Ich war sehr stolz darauf, dass ich das geschafft habe und wollte es allen meinen Freunden erzählen. Und habe daraufhin eine Website gemacht, einen Blog. Also ich bin sozusagen, ich bin jetzt kein Designer oder sowas in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie Möbel entwerfe und die dann auf der Mailänder Möbelmesse präsentiere oder so. Das ist nicht das, was ich kann. Herr Bode, musst du dich ein bisschen nach links stellen, dann sehen wir es nicht. Ja, ich habe es mit Absicht verdeckt, weil ich noch hier ein bisschen was vorbereitet. Und also das ist die Seite Hartz-IV-Möbel und dann habe ich das halt einfach hier ins Internet gestellt, ne? Also wie man das nachbauen kann. Mit so Videos und dann sieht man hier, dass man das auch, weil ich habe kein Auto, und dann, dass man das mit so einem Rucksack einfach, ne, die Hölzer am Baumarkt, und dann baut man das halt zusammen mit einer Fingerverzinkung. Und ich habe sogar mit Holzdübel gearbeitet. Kennt ihr Holzdübel? Abgefahren. Nicht übel, so ein Holzdübel. Und das sind die Inspirationen. Der Cray Chair von Gerrit Biefeld. Das ist Erich Diekmann, der ist nicht ganz so bekannt, ist auch ein Bauhausmensch, ein Bauhauslehrer, Bauhaustischler gewesen. Den kennt man ja, das ist der Marcel Breuer. Und dann gibt es hier den von Le Corbusier, von Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, der letzte Bauhausdirektor war, hat sich ja dafür eingesetzt, dass Menschen mit wenig Einkommen, mit wenig Geld auch zu gutem Wohnen kommen kann. Also das war ja so das Credo, Volksbedarf statt Luxusbedarf. Und eigentlich ist es nicht richtig, ne? Wenn diese ganzen Möbel, diese ganzen Ideen, die die Bauhäusler damals erfunden haben, vor fast 100 Jahren, dass es die heute zwar noch gibt, aber nur bekommen kann, wenn man 6.000 Euro dafür hinblättert. Irgendwas stimmt da nicht. Und ich dachte mir, hey, das ist doch irgendwie blöd. Jeder sollte ein Recht haben auf so ein Bauhausmöbel, und deswegen habe ich die Hartz-IV-Möbel erfunden. So kann jetzt jeder mit der sogenannten, ja, mit der DNA sozusagen von diesen Möbeln sich selber ein Möbel bauen, mit den Sachen, die er am Baumarkt findet. Und da seht ihr mich, das war der erste Volkshochschulkurs, und ich war so stolz, dass ich diesen Stuhl gemacht habe, dass ich dachte, wow, ich habe diesen Stuhl gemacht. Das ist ja so eine Königsdisziplin auch unter Architekten. Architekten bauen eigentlich nicht einfach mal so einen Stuhl oder entwerfen irgendwie, ja, einen Küchenstuhl oder einen Sessel, weil das ja schon so
Mies van der Rohe sagt ja auch mal, dass es schwieriger ist, einen Stuhl zu entwerfen, als ein Hochhaus zu bauen. Ist auch verständlich, weil beim Hochhaus muss man nur einen, oder ja, stark vereinfacht, muss man ja nur einen Grundriss planen, und der wird dann dupliziert, ne, nach oben. Beim Stuhl ist es nicht so, da zählt jedes Detail. Und ich war so stolz, dass ich das gemacht habe, dass ich überlegt habe, vielleicht sollte ich noch mehrere Möbel entwerfen. Und dann ging es los. Und dann, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, auf jeden Fall der erste Artikel war in der Taz. In der Taz gab es einen ganz, ganz kleinen Artikel, dass man selber mit so Sachen vom Baumarkt sich ein Bauhausmöbel machen kann. Und dann war das in der Abendschau und dann ging das irgendwie so Stück für Stück weiter. Und ich habe dann... ich habe dann eigentlich nur noch Interviews gegeben und alle wollten irgendwie was von diesem 24-Euro-Chair wissen. Und ich habe daraufhin dann ganz viele andere Möbel entworfen, zum Beispiel den hier, den Berliner Hocker. Das zeige ich euch mal. Books, DVDs and CDs are the accessories of our personality. They all need space. Some are big and some are small. Sometimes my books remind me of a family that likes to invite friends for dinner. That's why often new books show up all of a sudden. But we always find a way to make them feel welcome. That's why I never get bored. And everybody needs a change from time to time. Life is full of possibilities, and it feels good to know that my family grows. I love my books, and I'm pretty sure they love me too. Ladies and Gentlemen, der Berliner Hocker. Ich nenne es Open Design. Also ich habe den Begriff nicht erfunden. Das ist eine Gestaltung, die kein Ende kennt. Also man kann jetzt nicht sagen, so jetzt ist er fertig, jetzt können wir ihn verkaufen. Weil diese Möbel kann man nicht kaufen. Die kann man auch nicht verkaufen. Es ist wirklich... ganz komisch, die sind total unvermarktbar, inkorrupt könnte man auch sagen. Und das wurde mir erst sehr viel später bewusst. Hier seht ihr die Inspiration von dem Berliner Hocker. Das ist der Ulmer Hocker von Max Bill. Max Bill ist auch in der Bauhausschule gewesen und hatte sogar mit Odel Eicher gemeinsam die offizielle Erlaubnis von Gropius gehabt, in Ulm nach dem Zweiten Weltkrieg die Bauhausschule Ulm zu gründen. Er hat sie dann doch Hochschule für Gestaltung Ulm genannt, der Odel Eicher. Und Max Bill war einer der prominentesten Lehrer, hat auch das Gebäude geplant für diese Uni. Die gibt es leider nicht mehr. Und Bauhaus gibt es ja auch nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch die Museen und die Archive. Aber was es noch gibt, sind die Volkshochschulen. Diese Bauhausschule wurde nämlich in der Volkshochschule in Ulm zuallererst mal gegründet. Und diese Geschichten, als ich das so ausfindig gemacht habe, ich habe die so in mich hinein aufgesogen. Ich fand das so interessant, was für ein Erbe hier so in der deutschen Design- und Architekturgeschichte schlummern. Und ich wollte das alles für mich irgendwie so in Erfahrung bringen. Und dieser Ulmer Hocker, den kann man ja noch kaufen. Ne? Den kann man ganz normal, bei Manufaktum gibt es den auch. Wisst ihr, wie viel der kostet? Ratet mal. 200 Euro. Ja, der kostet so 215 bis 250 Euro, kostet der Hocker. Der hat auch so eine ganz schöne Fingerverzinkung hier. Einer der Inspirationen ist auch diese Kiste von Le Corbusier. Der kostet 400 Euro, das müsste ich mal reinziehen. Dieses Ding, unglaublich. Also es geht hier offensichtlich nicht um Konstruieren statt Konsumieren, sondern wirklich nur um Geld machen. Ja, also irgendwie ganz, ganz komisch. Und achso, hier unten seht ihr auch noch die unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Der Berliner Hocker ist am einfachsten zu bauen von allen. Von der gesamten Hartz-IV-Möbel-Kollektion. Es gibt mittlerweile so 10, 11 Möbel und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad. Das einfachste ist wahrscheinlich die 100-Sekunden-Lampe. Ihr braucht dafür wirklich nur 100 Cent und 100 Sekunden. Für den Berliner Hocker braucht ihr 10 Minuten, 10 Euro und 10 Schrauben. Und dann habt ihr das Ding zusammen. Und die 100-Sekunden-Lampe, die braucht halt, viele sagen so, was brennt in 100 Sekunden und geht die danach kaputt? Nein, sondern man braucht von der Bastelzeit 100 Sekunden und das sind letztendlich Muffins. Kennt ihr diese Muffin, das Muffinpapier, ein paar Büroklammern und dann klemmt man die einfach so um so eine Glühbirne. Und die Inspiration auch hier, also es gibt immer sozusagen eine Inspiration von irgendwoher, weil ich nicht den Anspruch habe, etwas Neues zu entwerfen. Ich glaube, die besten Sachen sind eigentlich schon passiert. Und es geht eher darum, die Dinge zu vernetzen. Also das Wissen und das Bauhauserbe, die großen Entwürfe, die es schon gab,
zu den Leuten zu bringen, die sie halt nicht kennen. Also darum geht es mir eigentlich. Nicht so sehr um das Gestalten eines fertigen Produktes, sondern eher das Gestalten eines Weges hin zu einem schönen Leben. Und hier seht ihr halt die Inspirationsquelle. Ich sammle Lampen, ich sammle Stühle, deswegen kenne ich mich ganz gut aus mit diesen Bauhaus-Sachen. Aber wie gesagt, so eine Industrie-Produktdesign-Expertise habe ich jetzt nicht. Ich habe halt ganz normal Architektur studiert, aber Möbelbau und so hat mich nie interessiert. Ja, ich habe dann irgendwann geheiratet, deswegen hat sich jetzt auch mein Name geändert und habe angefangen, ganz viele andere neue Sachen zu entwerfen. Das ist so ein bisschen wie so meine Spielwiese geworden, dieser Block. Das ist das allerneueste Möbel, die Draper Couch. Die ist total easy. Also wenn ihr, das könnt ihr in 2 Stunden bauen. Die Hölzer lasst ihr euch zuschneiden im Baumarkt. Das kostet ungefähr 300 Euro. Es ist mir wichtig, dass wenn ich irgendwas baue, dass ich das halt noch in 5 Jahren mir anschauen kann oder im besten Fall sogar, dass irgendwie die nächste Generation oder die Generation danach, dass die damit was anfangen kann und das nicht so gleich in der Mülltonne landet. Ich nenne es Enkeltauglichkeit. Also wenn man irgendwie, wenn man es schafft, dass die Kinder deiner Kinder sich noch daran erinnern und das gut finden, dann habe ich es geschafft. Wenn die Kinder meiner Kinder sagen so, sag mal, was hat ein Opa eigentlich da, ich weiß auch nicht, der hat in diesem Architekturbüro gearbeitet, aber was haben die mit Messeständern die gemacht, ja, aber für wen denn und wofür und was, keine Ahnung, irgendwie Autos und so, ja, aber Autos gibt es doch gar nicht mehr, was hatten die da eigentlich gemacht, ja, ich glaube, weiß ich nicht, tut mir leid. Ich fände es besser, wenn die sagen würden, du, dein Opa, das war ein richtig cooler Typ. Der hat in kurzen Hosen Vorträge gemacht vor der Pinakothek und hat den Berliner Hocker erfunden, der in Afrika, in Amerika überall nachgebaut wurde. Damit wurden ganze Kindergärten gemacht und Leute haben seine Entwürfe benutzt, um damit Probleme auf der Welt zu lösen. Dein Opa war ein cooler Typ. Ich würde gerne, dass sie so über mich reden. Und wenn ich das geschafft habe, glaube ich, habe ich so eine gewisse Nachhaltigkeit erreicht. Ja. Also Nachhaltigkeit wird ja oft benutzt, so von vielen Firmen und ich glaube, dass es ja mittlerweile auch so eine Art Marketingbegriff ist, dass man halt so eine gewisse Nachhaltigkeit auch braucht, weil sonst wirkt man nicht mehr so angesagt als Dienstleistung oder als Produkt. Viele Möbel, die ihr seht, habe ich selbst nie gebaut. Es ist ganz komisch. Also ich werde oft gefragt, sag mal, woher nimmst du denn die ganze Zeit, diese ganzen Möbel zu entwerfen oder zu bauen? Und ich sage dann halt auch oft, ich habe sie ja nie gebaut. Also zum Beispiel den Neukölln-Desk habe ich nie gebaut. Ich hab die Pläne gezeigt, ins Internet gestellt und dann haben das halt die Lehrer da gebaut von dieser Neuköllner Grundschule. Und dann bin ich da vorbeigekommen, habe die so ein bisschen motiviert, das kann ich ganz gut und dann haben sie halt so einen Tisch. Also wenn ihr einen Schreibtisch sucht, ich mag Schreibtische nicht, weil sie sehen immer nach Arbeit aus, ne, mit diesen Beinen und so. Man kann die nicht so verwenden für andere Dinge, außer zum Arbeiten, deswegen mag ich Schreibtische nicht. Und ich finde diesen Tisch, den Neukölln, der ist deswegen so toll, weil er von der einen Seite, ne, das ist die Frontseite, da kann man Bücher reinmachen und dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Galerietisch. Oder, also es sieht aus wie so ein Tisch, den man halt benutzt, um etwas zu präsentieren und nicht um so, boah, bitte arbeite jetzt an mir, sondern der ist irgendwie, der ist irgendwie unterwürfig so und nicht so herausfordernd. Das finde ich ganz gut, wenn Möbel sich eher mir anpassen und ich mich nicht den Möbel anpassen muss. Und auf der Rückseite gibt es eine kleine Einsparung, die da, und da kann man halt die Beine reinmachen. Und also wirklich total simples Zeug. Und das wurde halt entworfen auch von einem Bauhäusler, der bekannt wurde. Franz Ehrlich heißt der, der hat so eine ganz bekannte Schrift an so einem Gitter gemacht. Er war Kommunist und ist deswegen im KZ gelandet, hat überlebt. Andere Geschichte. Also ihr seht, wenn man einmal da so reinstochert in der Bauhausgeschichte, man findet so viele Dinge. Ja, es ist wirklich so ein tolles Erbe, was da alles war. Und auch in der Frauenbewegung und in unterschiedlichsten Bereichen eine Internationalität, eine Offenheit, ein Mut, den ich heute echt vermisse, bei ganz, ganz vielen Architekten, bei vielen Professoren, auch bei vielen Direktoren. Ich vermisse diesen Mut, den Mut, Gestaltung neu zu denken, den Mut, die Wirtschaft richtig mal herauszufordern, die Gesellschaft herauszufordern und die richtigen Fragen zu stellen. Build more by less ist auch so ein Kampfbegriff, den ich ganz gerne verwende, wenn ich dann im Ausland unterwegs bin. Mittlerweile sind diese Hartz-IV-Möbel ziemlich bekannt, auch im Ausland. Es sind mittlerweile ab 10.000, habe ich auch gehört, zu zählen. Am Anfang habe ich wirklich noch jedem einzelnen Bauplan persönlich per E-Mail zugeschickt. Ich war die ganze Zeit, ich glaube, mein Arbeitgeber, das Architekturbüro, wo ich arbeite, ich glaube, die dachten, ich hätte irgendwie Verdauungsprobleme. Ich habe das nämlich immer heimlich auf Klo gemacht.
Dann saß ich da und habe da E-Mails verschickt, meine ganzen Baupläne. Ich war da stundenlang immer auf Klo bei der Arbeit. Und irgendwann hat mir dann ein auch jemand aus meiner Community, ich mache das also über Facebook, Tammo Winkler heißt der, ich habe ihn selbst nie kennengelernt, der hat dann immer gesagt, weißt du, Bambo, ich kenne mich aus mit IT und so, ich programmiere dir mal so eine Software, mit der du automatisch Baupläne verschicken kannst. Er sitzt in Australien und hat das dann einfach für mich programmiert und ich dachte mir, so wie abgefahren. Und ich musste überhaupt keinen Druck machen, die sind total selbstmotiviert, proaktiv, also all diese Dinge, die man ja in so eine Job-Description reinschreibt, wenn man Leute gewinnen will für eine Firma. Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich für dieses Projekt einsetzen und da irgendwie ihren Teil beitragen wollen. Ich habe das sehr, sehr lange nicht verstanden, warum. Ich musste sehr schnell einsehen, es liegt nicht an meinen Entwürfen, weil die Entwürfe sind wirklich sehr banal. Sie sind überhaupt nicht innovativ. Sie arbeiten mit Holz, einem sehr uninnovativen Material. Sie arbeiten mit Details, die total simpel sind, Schrauben und Fingerverzinkung noch, also eine traditionelle Sache eigentlich eher. Das heißt, es liegt nicht in meinen Entwürfen, glaube ich, warum so viele Menschen begeistert sind von diesen Möbeln und von dem Selbstbauen. Ich glaube, es liegt an unserer Zeit. Ich denke, in den letzten Jahren hat sich etwas verändert. Die Finanzkrise hat es vielleicht ein bisschen mit ausgelöst, die Immobilienblase in Amerika, wo ganz viele ja ihr Eigenheim nicht mehr finanzieren konnten. Und durch diese ganzen Nachrichten, dass jetzt auf einmal ein ganzes Land, Griechenland, Konkurs gehen kann. Detroit habe ich vor ein paar Wochen gelesen, hat Insolvenz angemeldet. Was ist denn da bitte los? Ich wusste überhaupt gar nicht, dass ein ganzes Land überhaupt bankrott gehen kann. Dass das überhaupt möglich ist, wusste ich gar nicht. Detroit, eine Stadt, wie kann eine Stadt insolvent gehen? Das ist doch keine Firma. Also irgendwas ist da los. Und dann hat eine Krankenkasse jetzt auch irgendwann dicht gemacht vor kurzem. Ganze Banken sind zusammengebrochen. Die arbeiten doch mit Geld den ganzen Tag. Wieso wussten sie es nicht, dass das Geld nicht mehr reichen wird? Ich verstehe das immer nicht. Ich kann das alles nicht verstehen. Und deswegen glaube ich, müssen wir anfangen, neue Systeme zu finden. Mir geht es nicht darum, das perfekte Haus zu entwerfen oder den perfekten Sessel oder das perfekte Möbel. Weil die Möbel, die sind schon alle gut. Und ich meine, jetzt im Ernst, wie lange wollt ihr sitzen in so einem Möbel? Wenn der so ein bisschen unbequem ist, ist ja auch gut, weil dann steht man auf. Und das ist ja sowieso für den Körper auch besser, wenn man nicht so lange sitzt und nicht so lange liegt und nicht so lange Auto fährt und sonst was. Also eigentlich ist es ja auch ganz okay, wenn die Möbel nicht ganz so funktional sind. Das macht ja auch kreativ und man muss in Bewegung bleiben. Und Möbel kommt ja von mobil, so wie Immobilie ja von immobil kommt. Und so ein Möbel sollte, finde ich, erstens selbst immer mobil sein, das ist meine Auffassung, und zweitens mobil machen. Wenn ihr euch aber die Möbel anschaut, die man heute kaufen kann, bei Höffner oder auch bei Vitra, das sind ja immer Landschaften, die sind kein bisschen mobil. Mhm. Und die machen dich auch nicht mobil. Wenn du einmal da drin bist, dann pflegst du und dann, ne, dann hast du erstmal so einen fetten Status, Lounge Chair, Beams, angespart, 6.000 Euro und dann willst du natürlich da drin auch sitzen. Und verpasst dann vielleicht tolle andere Vorträge hier in der Schaustelle. Was kann man machen mit einem Quadratmeter? 2, 4, 6, 8, 10. Ein Quadratmeter. Die Leute sind verrückt nach Zahlen. Ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr eine Wohnung sucht. Also alles ist irgendwie der Quadratmeter und natürlich auch die Zimmeranzahl. Es müssen mindestens 2,5 Zimmer sein. Wenn man mal so ganz ehrlich ist, diese Zahlen, die sagen ja wirklich nichts aus. Nichts über das Gefühl, über den Blick. Was sieht man, wenn man rausguckt? Wie riecht es da? Vielleicht stinkt es da in dieser Wohnung. Ist da Schimmel? Wie sind die Nachbarn? Wie ist das Gefühl, wenn man das Treppenhaus hochgeht? Wie ist der Schall? Wie hört sich dieser Raum an? Die Quadratmeter sagen, glaube ich, wirklich wenig aus über ich sag mal, die Dinge, die zählen. Ja, sowas wie ein Gefühl, Heimat, Ankommen, Durchatmen. All diese Dinge kann man in Quadratmetern nicht darstellen. Und weil alle immer so auf diesen Quadratmeter schauen, die ganze Welt ist kartografiert in Quadratmetern. Man weiß ganz genau, hier in der Innenstadt sind es so 10 Euro der Quadratmeter, da sind es 6 Euro der Quadratmeter. In Berlin. Ja. In München, weiß nicht, 14. Und wenn man einen Quadratmeter kaufen will, da gibt es ja auch feste Preise. Das ist so, das ist alles, es ist alles schon fertig. Ne? Also das ist unfertig. Man kann daraus später alles Mögliche machen oder einfach wieder auseinandernehmen. Das ist unfertig. Aber diese Zahlen, die sind immer fertig. Sobald sie einmal dasteht in der Zeitung, schwarz auf weiß, es steht da. Und dann musst du dein ganzes Leben danach ausrichten, dass du diese Quadratmeter die bezahlen kannst und leisten kannst. Ich habe mal gelesen, in München kostet ein Quadratmeter 5.000 bis 15.000 Euro, wenn man den kaufen will. Mhm. Ja. Und weil ich mir dachte, okay,
ihr wollt alle irgendwie den Quadratmeter, ich gebe euch den Quadratmeter. Der Quadratmeter kostet bei euch 5.000 Euro, 15.000 Euro, bei mir kostet der Quadratmeter gar nichts. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt seinen eigenen Quadratmeter haben sollte, der frei ist, wo niemand bestimmt, was du mit diesem Quadratmeter machst. Ich zeige euch jetzt mal was. Der Traum vom eigenen Haus. Für Rehmann hat er sich erfüllt. Der 27-jährige Berliner testet den Prototypen eines 1-Quadratmeter-Hauses. Eine total mobile Mini-Immobilie, perfekt angebunden ans Verkehrsnetz. Umziehen ist mit dem Mini-Haus kein Problem. Wo es ihm mal gefällt, da lässt er sich stundenweise nieder. Zwar wohnt er in seiner Hauptwohnung noch ganz konservativ zur Miete, doch die spartanische Einfachheit seines neuen Domizils hat es ihm angetan. Das ist halt total wohnlich. Also, man fühlt sich total aufgehoben. Weil man hier eine Scheibe hat, das kommt viel Licht rein. Im Prinzip, das mache ich ja mit meiner Wohnung zurzeit auch. Ich gehe dann nur hin zum Schlafen. Ich bin den ganzen Tag draußen. Ich wohne alleine. Ich habe keine Lust, in der Wohnung zu sitzen den ganzen Tag. Und daher besucht ich den Erde, also von der Größe her. Ein Zuhause für flexible, unabhängige und mobile Bewohner. Die Idee hatte der Berliner Architekt W. van Boek. Mit seinem 1-Quadratmeter-Haus soll sich jeder den Traum vom Eigenheim erfüllen können, für 250 Euro Materialkosten. Auf seiner Webseite stellt van Boek den Bauplan kostenlos zur Verfügung. Ein augenzwinkernder Beitrag zur Gentrifizierungsdebatte. Ja, ich würde euch gerne mal das 1-Quadratmeter-Haus vorstellen. Es ist hier, zum Glück. Ich habe selber nie eins gebaut. Dieses Haus gehört Corinne Rose und es ist genau hier. Meine Damen und Herren, das 1-Quadratmeter-Haus. Es hat hier ein Fenster, das kann man auch aufmachen, glaube ich, oder? Ja, so. Schon ein bisschen gelitten. Das hat hier auch nochmal ein Fenster. Die Baupläne sind ja alle frei, also es kann ja jeder so bauen, wie er will. In meinem Entwurf gibt es hier eigentlich kein Fenster. Hier gibt es eine Schiebetür. Hakt ein bisschen. Ja, und dann kann man hier so einen Hocker reinstellen, am besten den Berliner Hocker. Und dann kann man sich reinsetzen und dann gibt es hier noch einen Klapptisch. Ja, und dann kann man hier arbeiten oder man kann hier telefonieren oder es gibt eine Frau, die heißt Amy McKinney aus Neuseeland. Sie hat das Ding gebaut, um hieraus Kaffee zu verkaufen. Also was immer man will, warum soll ich denn als Architekt den Leuten vorschreiben, wie sie es nutzen? Sollen sie doch damit machen, was sie wollen, ist mir doch egal. Ich freue mich doch, wenn die Leute irgendwie sogar noch eine neue Funktion finden, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Als ich das 1-Quadratmeter-Haus erfunden habe, da habe ich schon eigentlich eher so an Obdachlose gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte mir, diese Idee, dass man das einfach nur runterkippt auf die Seite und dann da drin schlafen kann, ist doch eigentlich ziemlich genial irgendwie, dachte ich. Ich habe mich gewundert, warum noch keiner drauf gekommen ist, weil dieses Ding ist halt nur 1,98 hoch. Warum ist es so wichtig, dass es nur 1,98 hoch ist? Weil man es dann durch diese Tür bekommt. Man bekommt es durch jede Fahrstuhltür. Ihr habt es ja vorhin gesehen, wir sind da mit U-Bahn gefahren. Das haben Leute auch schon im Bus transportiert. In Wien habe ich das gesehen, wie Leute das dort transportiert haben. Versucht das mal mit einem, ja, mit so einem anderen Haus, das ist unmöglich. Ihr könnt damit, weil es in den Fahrstuhl passt, auch aufs Dach fahren, könnt ihr das Haus aufs Dach stellen. Also es ist unwahrscheinlich kompakt. Und wenn man es auf die Seite packt, dann kann man halt da gut schlafen. Und jetzt sucht man einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, die sich traut, da mal reinzugehen. Ja, willst du mal probieren? Ich überhaupt rein. Oh, wie groß bist du eigentlich? 1,90. Oh. Ob das wohl geht. Wie heißt du da noch gleich? Stefan. Stefan? Ja, ja, doch. Da fehlt jetzt eigentlich noch ein Kissen, ne? Ja. Also, ich noch nicht an.
Wie fühlt es sich an? Gut, wie im Schlafwagen allerdings. Also man kann die Füße jetzt nicht mehr ausstrecken. Also ich zumindest. Das Gute ist ja an dem Ding, Stefan, wenn er wollte, könnt ihr einfach sich das ein bisschen größer bauen. Oder manche haben hier zum Beispiel diese Seite als Klappe gebaut, sodass man es einfach runterklappen kann und dann konnten die halt mit dem Kopf rein in der frischen Luft schlafen. Das ist nicht schlimm, das gehört so. Ich glaube, wenn man jetzt die ganze Nacht verbringen will, dann ist es so wie im Schlafwagen nach Venedig. Für mich. Dann tun mir vielleicht am Ende doch die Füße weh oder irgendwie, weil man sie nicht ausstrecken kann, aber man müsste es dann vielleicht doch ein paar Zentimeter länger machen. Wahrscheinlich. Oder du machst dir einfach nur zwei Löcher für deine Füße hier unten. Ja, sicher. Ja, genau. Ja, aber so soll es doch sein. Werdet kreativ. Ich meine, warum? Erstmal einen großen Applaus für Stefan. Danke. Also wie kommen wir darauf, dass wir als Entwerfer, als Gestalter alles wissen können? Wie kann das sein? Also ich wurde so ausgebildet. Ne? Ich habe an der Technischen Fachhochschule studiert in Berlin, Architektur. Ich kenne aber viele auch Gestalter, Designer und so, die alle den Auftrag haben, etwas Perfektes zu entwickeln. Und das muss so perfekt sein, erstens, dass natürlich die TÜV-Anforderungen alles erfüllt und dann muss es auch noch so sein, dass man es verkaufen kann. Das heißt, man versucht da irgendwelche Bedürfnisse noch rein zu integrieren, womit man nochmal einen extra Euro machen kann. Also warum? Wozu? Also geht es darum, Lösungen zu finden für das Leben oder geht es darum, etwas zu verkaufen? Ja? Und ich habe immer mehr den Verdacht, dass es den Firmen wirklich immer nur um das eine geht, ums Verkaufen. Und ich glaube, es ist auch okay. Ja? Also man kann ja auch Sachen verkaufen. Ich bin ja kein Befürworter jetzt vom Sozialismus oder vom Kommunismus. Also soll ja jeder machen, was er will, solange er niemand anderen ärgert. Aber wenn die Leute Dinge verkaufen, wenn die Firmen Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die essentiell wichtig sind für unser Leben und Überleben, für unser Selbstwertgefühl, dann bin ich der Meinung, hört der Spaß auf. Ich kenne viele Leute in Berlin, die drei Jobs machen müssen. Ich kenne sogar hier in München ein paar Leute. Einige sind gerade durch diese Tür gekommen. Die mehrere Jobs machen müssen, damit sie überhaupt mal so ein bisschen, ja, ihre Familie so ein bisschen ernähren können, die Miete bezahlen können und so sich den Urlaub ein bisschen leisten können. Und dann Urlaub ist ja auch nicht gleich so, ne, so Fünf-Sterne-Hotel, sondern ist dann auch so was Bescheidenes. Und das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir unser Leben lang ackern, 40 Stunden und mehr, dass wir einfach nur die Miete gewuppt kriegen. Und wenn man es mal überlegt, wo kommen denn eigentlich diese Preise her? Wo wissen die Leute überhaupt, wie viel das kostet, so ein Quadratmeter? Die gucken in so einen Mietspiegel, okay, alles klar, ja. Aber woher weiß der Mietspiegel, dass das so viel kostet? Wo haben die diese Zahlen? Ich habe hier, wie bitte? Angebot und Nachfrage. Ja, es ist eine reine Angebot- und Nachfrage-Ding. Das heißt, ich will sagen, nur weil da steht, dieser Quadratmeter kostet jetzt so und so viel Tausende von Euros, heißt noch lange nicht, dass er so viel wert ist. Sondern es ist einfach nur, das ist jetzt die Zahl und irgendjemand gibt schon, der das irgendwie bezahlt. Und in Berlin ist es sogar so, aber ich denke mal, so ist es überall auf der Welt. In Berlin stehen so viele Wohnungen frei, es stehen so viele Büros frei und so viele Läden frei und ich denke mir so, Mann, ich würde gerne einfach mal dieses Haus irgendwo unterstellen oder meine Möbel irgendwo mal unterstellen oder wenn Freunde zu Besuch sind, dass sie irgendwie ein bisschen Platz haben zum Schlafen. Wieso stehen die Dinger leer? Wieso darf ich die nicht haben, wenn die eh nicht gebraucht werden? Ne? Also im Marketing nennt man das künstliche Verknappung. Habt ihr vielleicht schon auch mal gehört. Das heißt, man macht das ganz mit Absicht, dass das neue iPhone in Schwarz gibt, aber in Weiß, ganz, ganz selten. Müssen wir nachbestellen, davon haben wir nur limitiert. Nee, oh, krass. Boah, du hast ein weißes iPhone abgefahren. Wie hast du das geschafft? Boah, das ist ja so selten, ja? Ja, das nennt man künstliche Verknappung, ne? Dass man den Leuten versucht, irgendwas unterzujubeln, was sie vorher eigentlich nie gebraucht haben, aber sich jetzt total freuen, dass sie es haben, weil es keiner hat, einfach außer du und noch ein paar andere 100 Leute. Es ist letztendlich eine Riesenverarsche. Und ich fühle mich auch so ein bisschen verarscht, wenn ich sehe, ne, so ein Quadratmeter kostet hier so irgendwie 5.000 bis 15.000 Euro. Wenn ihr euch jetzt mal anschaut, so ein Auto. Wie viele Parkplätze gibt es in einer Stadt? Unzählig. So ein Parkplatz hat die Abmessung 2 mal 5 Meter, oder? Das ist so der genormte Parkplatzraum. Schaut euch mal an, wie viele Autos hier in der ganzen Stadt immer rumstehen. Die werden überhaupt nicht genutzt. Da findet noch nicht mal ein kleines Kino statt, dass man wenigstens mal, wenn man vorbeigeht, irgendwie was gucken kann und lachen kann oder so. Die werden einfach nicht genutzt. Die Luft, die sich da drin erwärmt, die könnte man ja auch nutzen, um irgendwie jemand anderen, der friert, warme Luft zuzuführen, was auch immer. Aber diese Autos, die werden einfach nicht genutzt.
Und diese Autos konsumieren unseren Raum. Ich frage mich so ein bisschen, wie kann es sein, dass so ein Auto 2x5 Quadratmeter jeden Tag konsumieren darf, also haben darf, und ich werde nicht gefragt. Das sind 10 Quadratmeter, rechnet das mal hoch. Wenn ein Quadratmeterpreis 5.000 Euro wäre, so ein PKW muss den irgendwie nicht bezahlen. Und er muss vor allem auch keine Aufenthaltsgenehmigung haben, muss kein Visum beantragen, muss kein, wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich irgendwo hinziehen will, ist ja ein Riesenaufwand. Und wenn ich auch noch, ich habe einen deutschen Pass, aber in meiner Familie gibt es viele, die haben keinen deutschen Pass. Wenn die dann irgendwo hinziehen wollen, das ist ganz schlimm. Und ich habe das ja auch mitgekriegt mit dem Flüchtlingsheim hier in München und so weiter. Und auch in Berlin sucht man ja jetzt Orte, wo Flüchtlinge unterkommen sollen. Das ist ein Riesenproblem. Aber ein Auto, ja klar, kannst du einfach da parken. Aber ein Mensch, den kannst du da, nee, das geht nicht, weil die Bestimmung und das und Versicherung und Krankenkasse, das geht nicht, nee. Fahr doch erstmal in den Wagen vorne, reden wir weiter. Also wenn ein Auto 10 Quadratmeter beanspruchen darf, dann bin ich der Meinung, sollte jeder Mensch von uns auch 10 Quadratmeter haben, wenn es die Autos haben dürfen. Und der Trick ist, dass man unser System sozusagen schlägt mit seinen eigenen Waffen. Unser System braucht Kennzeichen. Unser System braucht verlässliche Träger. Ich habe den Anhänger gefunden. Den gibt es bei eBay in unterschiedlichen Größen. Und ich habe mir mal überlegt, was kann man denn eigentlich mit so einem kleinen Kofferanhänger machen? Die kann man ganz normal kaufen, auch schon bei den Baumärkten. Die sind so 1 Meter mal 2 Meter. Das ist ein bisschen größer als ein Quadratmeter. 1 Meter mal 2 Meter sind 2 Quadratmeter. Ihr merkt, ich werde langsam größenwahnsinnig. Was kann man mit 2 Quadratmeter machen? Also mit 1 Quadratmeter kann man schon mal eine ganze Menge anstellen. Was kann man mit 2 Quadratmeter machen? Und das möchte ich euch gerne jetzt mal zeigen. Ich habe so eine Idee bekommen irgendwie in den letzten Monaten und daraufhin dieses Video aufgenommen. I am the founder of the Hartz IV Möbel, a do-it-yourself project. And last year I've released the plans for the one square meter house, the smallest house in the world. And now I'm contacting you because I need your help to create a new house, a do-it-yourself house. I call it the Unreal Estate House. You have a little kitchen inside of it. You have a little bathroom inside of it. There's a second floor where you can put a mattress to sleep. You can use it as your apartment. You can use it as an office. You can use it as a gallery. You can use it as an exhibition space. You can use it as a power store. Whatever. Get creative. I'm an architect. I'm supposed to build houses, but honestly, I love the streets. I would like to build the prototype of the Young Real Estate House in Munich, one of the most expensive cities in Germany. We will place it in front of the Pinakotheca Moderne, which is a museum, architecture museum. And this will cost like 3,000 euros to build it. And after that, I will release the plans for all of you guys so you can rebuild it and remix it and do with it whatever you want. That's my contribution to the question, how can everybody of us live without paying rent? You can help us with your knowledge. If you know how to build stuff or something, or solar collectors to create energy for the Strom. What's Strom in English? And if you help me, I will make your name unforgettable. I can put your name into the plan. You can get 3 nights. You can stay in Berlin and the most coolest place in the Young Real Estate House, also in Munich. So please help me making this dream come true. Let's reinvent the real estate industry. Let's make this dream unreal. Real Estate heißt ja Immobilie
Man könnte wortwörtlich auch sagen, real heißt ja real oder echt und estate heißt Status. Das heißt, real estate, müsst ihr euch mal vorstellen, Immobilien im Englischen heißt der wahre Status. Ist das wirklich der wahre Status? Sich ein Leben lang verschulden für so einen Bausparvertrag und dann so ein Haus kaufen und wenn du ein bisschen Pech hast, kackt dir der Hund immer in den Garten? Ist das der echte Status? Ist das, wofür wir unser ganzes Leben hergeben? Ja. Ist das der echte Status, dass man dann sein Leben lang sich für so eine Bank verpflichtet und dann deswegen nicht wegzieht, weil man hat ja schon jetzt hier so 10 Jahre eingezahlt. Ich bin der Meinung, das ist nicht der echte Status. Der wahre Status, das sind andere Dinge. Es ist die Freiheit. Es ist die Freiheit zu entscheiden, wer ich sein möchte, ohne dass mir eine Firma sagt, wie ich mich verhalten muss, wie ich essen muss, wie ich konsumieren muss, wie ich leben muss, wie ich mich fortbewege, wie ich mich fortpflanze. Ich habe erst kürzlich gelesen, dass in Indien die sogenannte Fertilisationswirtschaft boomt. Ihr kennt Sarah Jessica Parker, die Hauptdarstellerin von Sex in the City. Sie hat ein Kind bekommen, war aber nie schwanger. Wie geht das denn? Ja, das, was Bosch, Siemens und Daimler machen, macht sie jetzt auch. Outsourcing. Sie hat die komplette Schwangerschaft outgesourced. Das hat eine Leihmutter für sie gemacht. In Amerika, das kostet $10,000. In einem einzigen Bundesland in Amerika ist es erlaubt, legal. Wahnsinn, oder? Die Inder sind nicht doof. Die meinen so, was, $10,000, ey, krass, das mache ich auch. Ja, in Indien kostet es $4,000. Es kommen noch ein paar Gebühren dazu. Aber ihr seht, sogar Babys kriegen, also wie wir uns fortpflanzen, wie wir Familie gründen, wird komplett durch die Wirtschaftslogik einmal durchgenudelt. Und alles bekommt eine Zahl. Ne? Eure Schwangerschaft, die ihr, also wir haben ja Mütter auch hier, eure Schwangerschaft ist $4,000 wert. Überlegt euch beim nächsten Mal, ob ihr es selbst austragen wollt oder nicht einfach eine indische arme Mutter beauftragt, diese Schwangerschaft für euch zu übernehmen. Es tut nicht so weh, man schickt da so seine Eizelle rüber und dann kriegt man ein Baby zurück. Und diese Fertilisationskliniken sind auch mittlerweile so ausgetüftelt, dass die auch nicht so diese Muttergefühle bekommen. Also es ist super innovativ. Ja. So weit sind wir schon gekommen. Alles wird outgesourced an Leute, die weniger Einkommen haben, die das Geld brauchen, um so ein bisschen Wohlstand zu haben. Und das hat viel mit Wohnraum zu tun. Ich bin gerade dabei, dieses Haus zu bauen. Ich baue das hier, direkt vor der Haustür. Und ich brauche noch ein bisschen Unterstützung von euch. Früher gab es nur vielleicht vier oder fünf Möglichkeiten, um an Geld ranzukommen. Das erste ist, man fragt eine Bank nach einem Kredit, oder? So, das erste ist, man fragt eine Bank. Das zweite ist, man fragt Freunde. Oder man spart, also man guckt so im privaten Umfeld, da fallen meistens keine Zinsen an, was sehr erfreulich ist. Das dritte ist, man sucht sich einen Sponsor, ja, eine Firma. Die will dann aber auch, dass man dann das Logo und so, und die verwenden das dann für ihre Zwecke. Das vierte ist, man sucht sich eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, eine Stiftung oder guckt halt, dass man irgendwo reinpasst. Die IKEA-Stiftung zum Beispiel sponsert ganz viele Geschichten. Aber man muss halt reinpassen in deren Programm und dann sponsern die das. Und die Realität sieht ja immer so aus, also so läuft es ja in der Realität. Das Projekt, was man machen will, macht man natürlich nicht so, wie man es machen will, sondern passt es immer so ein bisschen an, dass es irgendwo in so eine Stiftung reinpasst. Und das ist jetzt nochmal ein Thema für sich. Diese Stiftungen sind ja in Parteienhand und versteht ihr, was ich meine? Alles ist schon abgezirkelt, die ganze Welt ist aufgeteilt, jeder Quadratmeter, jeder Preis, jede Arbeitsleistung ist bereits von irgendjemand in fester Hand. Und wir können uns freuen, wenn wir so Fernsehen können und wenn wir unser Auto haben, unser Haus abbezahlt haben und dann ab und zu mal zweimal im Jahr im Urlaub fahren können, dann sind wir glücklich. Und ich sage nein. Es funktioniert nicht. Wir haben es gesehen, eine Immobilienblase, sie ist zusammengebrochen, die Banken brechen zusammen, Opel ist zusammengebrochen, Detroit bricht zusammen, Griechenland bricht zusammen. Es funktioniert nicht. Wir brauchen ein neues Denken. Wir müssen herausfinden, wie wir es schaffen, dass wir alle einen gewissen Wohlstand haben können, der nicht fußt auf Ausbeutung, sondern irgendwie durch ein gemeinsames Miteinander, dass wir gemeinsam die Dinge herstellen, die wir brauchen. Sei es Essen, Wohnraum, was auch immer. Oder Schuhe. Ich habe erst kürzlich jetzt diese, kennt ihr diese Converse-Schuhe? Diese Chucks? Die habe ich erst kürzlich jetzt selbst produziert mit meiner Facebook-Crowd. Wenn ihr dazu Fragen habt, können wir auch gerne später nochmal drüber reden. Und ich glaube, dass ein Großteil des Drucks, den wir verspüren, vor allem Männer, habe ich das Gefühl, haben so ganz oft so den Druck, so, oh, ich muss meine Familie ernähren, oh, vielleicht sollte ich dann doch ein bisschen härter arbeiten oder vielleicht muss ich dann aufsteigen, damit ich dann da ein bisschen für weniger Arbeitsleistung ein bisschen mehr Geld verlangen kann. Also
es ist ein wahnsinniger Druck, vor allem durch die Miete, ja. Wenn die Familie halt dann irgendwie in so ein Haus ziehen will mit so einem Garten und so weiter, dann wird das ja alles eher teurer als günstiger. Das heißt, Miete, Wohnraum ist, glaube ich, eines der größten Druckmacher in unserem Leben. Und ich habe mir überlegt, okay, lass uns doch Dinge nutzen, die da sind. Es gibt Parkplätze überall in der Stadt, es gibt Parkplätze überall auf der Welt und es gibt sogar auch in München sogar noch einige Parkplätze, wofür man kein Parkschein kaufen muss. Man kann da wirklich parken. Und warum nicht mit so einem Unreal Estate House? Man kann ja auch zwei Häuser bauen oder drei. Mein Wunsch wäre, dass jeder Mensch sich so ein Haus selber bauen kann, auch wenn er gar keine Ahnung hat von Architektur oder von Handwerk. Also das ist mein Ziel, dass dieser Bauplan am Ende so einfach ist wie dieser Berliner Hocker und dass den jeder einfach so, ne? Also 3000 Euro dachte ich mir, das ist so das Geld, was auch sehr arme Leute aufbringen könnten, wenn sie lang genug sparen und wenn sie das schaffen, dass sie dann von diesem Moment an nie mehr wieder Miete zahlen müssen, nie mehr wieder. Ich weiß, dass man mit so einem Unreal Estate House, das sind ja 2 Quadratmeter, wenn man es aufklappt, sind es 4 Quadratmeter, das zeige ich euch gleich hier vor der Tür. Man hat dann sozusagen mit einem kleinen Trick noch, es gibt 2 Etagen, das ist praktisch eine Maisonette-Wohnung, man hat dann 6 Quadratmeter. Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber ich weiß auch, dass diese Zahlen totaler Quatsch sind. Ja? Also man kann auch mit 6 Quadratmeter sehr, sehr reich sein, wenn man weiß wie. Ihr habt ja Emma vorhin gesehen in dem Spiegel Online-Video, der hat so viele Menschen kennengelernt, der reist um die Welt und der hat jetzt komplett gekündigt seinen Mietvertrag. Der wohnt jetzt wirklich auf der Straße, teilweise in so einem One-Square-Meter-Haus, teilweise in irgendwelchen anderen Camps und ist so ein Occupy-Aktivist. Also es ist eine Frage eher der Kultur, wie wir leben wollen. Und die Frage ist auch immer, wo kriegt man das Geld her? Ne, 3000 Euro, um dieses Haus zu bauen, haben wir jetzt auch gebraucht. Wir wollten es jetzt auch nicht von der Pinakothek haben, weil das ja unfair wäre. Ne? Da kann man ja sagen, so, okay, der Wanwohl, der kann sich das ja leisten, der fragt einfach mal so ein Museum an, dann geben sie das Geld und dann baut er so ein Haus. Der kann ja, okay, das kann ja jeder. Deswegen dachte ich mir, ich gehe den schwierigsten Weg. Ich will auch keinen Sponsor haben, ich will auch keine Bank haben, sondern ich frage einfach die Menschen, euch. Wir gehen jetzt gleich mit einer Spendenbüchse rum. Nein, macht Spaß. Ich frage einfach die Leute, hey, wer von euch hat Bock drauf, mit mir dieses Haus zu bauen? Ich brauche 3000 Euro. Und auf Startnext, das ist so eine Internetseite, die gibt es erst seit 2,5 Jahren, seit 2,5, 3 Jahren. Da kann man sowas machen. Da könnt ihr, wenn ihr eine Idee habt für irgendwas Abgefahrenes, egal ob es so ein Bauprojekt ist oder ein Restaurant oder ihr wollt ein Buch machen oder wollt ein halbes Jahr lang einfach mal nicht arbeiten gehen, sondern euch einer Sache widmen, die euch sehr, sehr wichtig ist und ihr braucht einfach die Grundsicherung, ja, versucht es mal mit Crowdfunding. Es funktioniert erstaunlich gut. 60% aller Projekte kommen durch und die teuersten Geschichten, die sind so bei 1 Million gelandet. Viel mehr darf man auch gar nicht, weil ja dann auch das Steuerrecht und so weiter und Finanzding greift. Also das heißt, der Staat ist noch so ein bisschen unsicher, wie er das Crowdfunding finden soll. In der Kulturlandschaft sagt man eigentlich jetzt schon, dass es willkommen ist. Also die Stiftungen sehen Crowdfunding nicht als Konkurrenz an, könnte man ja denken, ne? Weil auf einmal muss man gar nicht mehr bei einer Stiftung anfragen, um irgendwie ein tolles Projekt zu machen, sondern man geht einfach zu den Leuten, ja, zu dem Volk sozusagen, zu der Crowd, deswegen Crowdfunding, also Finanzierung über die Crowd. Ich habe jetzt bereits 3000 Euro zusammenbekommen, es sind 100 Leute, die einfach jeder irgendwie so ein bisschen Geld reingesteckt haben. Das Prinzip lautet Geben und Nehmen. Das heißt, die Leute helfen mir und ich helfe den Leuten, wie ich kann. Ich veröffentliche Baupläne, ich komme zu den Leuten nach Hause oder in deren Uni oder in deren Galerie und halte einen Vortrag. Oder ich gebe den Tipp, wie sie selber ihr Crowdfunding machen können. Ich verlange dafür auch kein Geld. Also es ist ein Geben und Nehmen. Und mein Wunsch ist, dass bei diesem Geben und Nehmen, das ist ja, ich unternehme ja dann was, wenn ich zu jemandem hingehe oder jemand zu mir kommt, dass man beim Unternehmen, bei meiner eigenen Unternehmung sozusagen, dass da so ganz, ganz viele tolle Sachen passieren, dass Freundschaften entstehen. Vielleicht verliebt sich auch irgendjemand in irgendjemanden. Also ich glaube, diese Dinge sind die Dinge, die enkeltauglich sind. Wo dann Babys entstehen, wo dann irgendwann die Leute sagen so, wo hat denn eigentlich die Oma den Opa kennengelernt? Ach, da war doch irgendwie dieses verrückte Projekt in München bei dieser Pinakothek. Wie hat Oma und Opa da in der Pinakothek, kommen die aus München? Nein, nein, die sind da irgendwie über Facebook damals zu diesem Projekt gekommen und haben sich dafür 2 Tage verabredet zum Bauen. Die haben da so ein Haus gebaut und haben sich ineinander verliebt. Toll! Versuch das mal mit einem IKEA-Regal. Schreib mal die Sohle von deinem Schuh, hier ist das grün. Ja, genau. Okay.
Ja, das Unreal Estate House. 3000 Euro haben wir schon zusammen, deswegen sind wir ja hier und haben schon mal das Grundgerüst gebaut. Es gibt zwei sehr, sehr engagierte Menschen, die sich bereit erklärt haben, meinen Entwurf wirklich zu bauen. Das ist ja das Prinzip, dass ich nicht selber das baue und versuche zu verkaufen, sondern ich teile mit euch mein Wissen und dann schauen wir einfach mal, was damit passiert. Und es gibt zwei Leute, die das wirklich gemacht haben und gesagt haben, okay, Wambo, wir finden deine Idee irgendwie interessant, wir würden gerne nach München gehen und das Ding bauen. Und diesen beiden Menschen würde ich gerne, dass ihr einen großen Applaus gebt, weil ohne die wäre ich jetzt auch nicht hier, weil ich hätte ja da nichts zum Besprechen oder zum Zeigen, weil das Haus, was wir uns jetzt gleich angucken werden, hier draußen, habe ich nicht gebaut. Das haben die beiden gebaut. Und deswegen einen ganz, ganz großen Dank einmal an dich, Benjamin Heck, er steht dort. Wie fühlt es an, für mich zu arbeiten, 7 Tage ohne Bezahlung und in so einem... Ich mache das fürs Projekt jetzt nicht unbedingt für dich, sondern ja, für die Sache. Und für mich auch, ganz klar für mich, weil ich eine gute Zeit haben will und auch lernen will. Könnt ihr gerne mit Benjamin auch ein bisschen später noch sprechen. Das sind so ganz tolle Momente, die entstehen, wenn man arbeitet nicht für jemand anderen, sondern für sich selbst. Das ist das Beste, was passieren kann, ne? Wenn man für sich selbst arbeitet, weil dann kommt die Leidenschaft und dann werden die Dinge auch richtig gut. Und dann muss man auch nicht mehr aufpassen. Es braucht auch keinen Boss mehr und keinen Chef. Also ich bin jetzt auch nicht sozusagen der technische Leiter oder sowas, der guckt so, ey, da, das muss aber ein bisschen größer, müssen hier ein bisschen schneller und so. Brauche ich gar nicht, weil die sind viel strenger zu sich selbst. Ich muss überhaupt nichts machen. Also ich koche aber, um so ein bisschen für euch die Stimmung aufrechtzuerhalten. Und wenn ihr Lust habt, am Mittwoch wollen wir fertig werden. Ich bin jeden Tag immer so da und koche so ein bisschen was für euch und versuche dann einfach so eine gute Beziehung mit den Nachbarn aufzubauen. Wir würden halt gerne den Anhänger auswechseln, wir haben einen. Aber wir würden gerne einen besseren nehmen, weil wir die Distanz zwischen München und Berlin überbrücken müssen. Wir müssen das Haus ja irgendwann nach Berlin bringen. Und deswegen brauchen wir noch Geld für einen neuen Anhänger. Und wir würden gerne einen freien WLAN-Spot integrieren. Vielleicht gibt es irgendjemand von euch, der weiß, wie sowas geht. Wir haben halt kein WLAN da drin und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es Internet gibt in diesem Haus. Und wir wollen es aber auch öffnen. Es gibt da noch kein Passwort oder so ein Quatsch, sondern es ist offen, es ist frei und jeder, der irgendwie im Radius von 5 Meter von dem Haus ist, kommt einfach ins Netz. Ganz easy. Und das kostet aber 300 Euro, das heißt für ein Jahr. Und das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Geld als das, was wir ursprünglich gedacht haben. Das heißt, wenn ihr reich seid oder irgendwo noch einen Porsche in der Garage habt, denkt doch mal drüber nach, ob ihr diese Porsche nicht verkauft. Und das Geld dann hier bei Crowdfunding auf diesen Seiten dort in so Projekte reinkippt, die wirklich gutes Karma bewirken. Vielen Dank. Okay, ja.